Ich finde natürlich diesen Aspekt der Uniformiertheit auch in der klassischen Musik ein Problem. Das liegt daran, dass wir mit YouTube im Grunde Zugriff auf alle möglichen Interpretationen weltweit haben. Das minimalisiert die Unterschiede, zum Beispiel auch Klangunterschiede von Orchestern. Das war früher wirklich so, man sagte, die Dresdner Staatskapelle hat diesen Klang und die amerikanischen Orchester klingen so und Berliner Philharmoniker klingen so und die Wiener klingen nochmal anders und so. Ein bisschen ist es immer noch, weil die Wiener natürlich auch andere, also die Oboen sind anders. Aber jetzt ist der Chefdirigent von Dresden gleichzeitig Chefdirigent woanders. Und also die Globalisierung auch in der Musikwelt wirkt sich auch auf den Klang aus. Und kleines bisschen, bei den Streichinstrumenten ist natürlich jedes Instrument ein Unikat, jedes klingt anders. Aber wenn die Besetzung mehr oder weniger gleichen Prämissen folgt, Präsenz, Strahlkraft, Lautstärke, schnelle Artikulation und so, dann ist natürlich da auch eine Vereinheitlichung eine Gefahr. Und die Darmsaiten sind A, es ist ein Naturmaterial, sie sind ein bisschen imperfekt, also nicht ganz so, jeder fällt ein bisschen anders aus. Und sie lässt der individuellen Qualität des Instruments doch mehr Raum. Darmsaite muss man anders behandeln. Darmsaite kann man dichter an den Stilkien, auf den tiefen Saiten mehr Druck machen. Man kann nicht so schnell attackieren. Muss sie ein kleines bisschen mehr mitnehmen. Aber wenn man das rausgefunden hat, dann spielen die sich auch wunderbar. Ich habe jetzt in Konzerten auch, wo die Luftfeuchtigkeit deutlich gestiegen ist und ich gemerkt habe, die Geigen verstimmen sich stark. Das Cello ist erstaunlich stabil gewesen. Das war früher bei den Eudoxa war das immer ein Problem. Die sind dann sehr, sehr stark runtergegangen bei Luftfeuchtigkeit. Also das gibt ein bisschen mehr Stabilität. Insofern ist jetzt da schon noch eine Mischung gefunden, die eine gute Spielbarkeit und eine Praktikabilität irgendwo ermöglicht. Vielleicht so ein bisschen einen Trend. Das hat auch mit der Globalisierung zu tun, auch mit der Aufnahmetechnik CD zum Beispiel, die quasi geräuschfrei etwas aufnehmen kann. Und da ist, wenn alles drumherum perfekt ist, dann muss auch das Spielen perfekt sein. Also der Perfektionsanspruch ist so hoch, dass eine musikalische Aussage manchmal in den Hintergrund tritt. Aber ich denke, es wird immer Leute geben, die sich auf das besinnen, was Musik eigentlich ist. Eine sprechende Art, sich mitzuteilen.